Hallo, liebe Freunde! Hallo, Kinder! Willkommen zu Game Time! Genau, wir spielen heute das legendäre Spiel Wer wird Millionär auf Tablet als App. Oh. Ich wollte schon immer mal beim Jauch sitzen. Jan vertritt ihn heute netterweise. Hallo, Freunde! An dieser Stelle Grüße an den Jauch. Ja, Spielregeln. Wir machen das so, wir spielen getrennt. Beispiel. Wir spielen Schere, Stein, Papier und ich gewinne und der Gewinner darf dann anfangen zu spielen und spielt so lange, bis er tot ist. Ich habe jetzt 17 Fragen geschafft, bin halt vielleicht nicht die Million jetzt, aber war halt 17 und dann ist halt Jengis dran. Und dann muss ich 18 schaffen. Ja, mindestens 18, um hier mich zu schlagen. Zu gewinnen, ja. Genau. Und die Bestrafung. Ja. Genau. Also der Verlierer muss ein verfaultes Ei nehmen, komplett in den Mund stecken und dann draufdrücken, so dass es also ein abgelaufenes zerbissen Ei. Wird, genau. Ja, ein verfaultes Ei. Ja. So, die Scheinwerfer gehen an und so, ja. So, liebe Freunde, jetzt spielen wir erstmal Schere, Stein, Papier, um zu gucken, wer anfängt. Mach mal los hier. Los. Wechsel. Oh, ich fange an. Freunde. So. Ich würde mal sagen, dann geht's los, Mr. Jau. Dann fangen wir an. Spiel. Womit wird Kniffel gespielt? Würfeln? Karten, Steinen, Figuren. Würfel. Ich wollte es dir gerade vorsagen. Herr Gogol, wollen wir A einloggen? Ja, los hier. Jetzt. A. Gratulation, 50 Euro. Das war stark. Hey, Jan, machst du das so, dass diese Fragen dann auch hier so sind? Ja, vielleicht. Denk mal. Herr Gogol. Das war stark, aber die Antwort. Eine bekannte britische Komikergruppe heißt... Ape Crime. Monty Boa, Monty Viper, Monty Pythons oder Monty Cobra? Ist ja leicht. Monty Pythons? Ja, Mann. C, wollen wir das einloggen? Sind Sie sich sicher? Warte. Monty Python? Ja, auch. Hilf ihm nicht. Warte. Herr Dogo, Sie scheinen nicht so gebildet zu sein. Lies doch mal eine Frage. Eine bekannte Frage. Ja, die Frage war. Das ist ja mega leicht, Mann. Monty Boa, Monty Viper, Monty Python. Mann, Python! Ich hab dich nur verwirrt, Mann. Das hab ich doch auch gesagt. Ich hab dich nur verwirrt. Ich hab doch Monty Python gesagt. Ja, dann hab ich dich verwirrt. Ja, dann nein, nicht. C. Oh, halt mal die Schnauze. Ey, Sie müssen ja, zurückhalten, ich Herr darf, Schiebler. Ich darf hier. Dich abhängen. Richtig. 100 Euro. Ja. Ich hab doch Monty Python gesagt. Ja, die Hälfte gehört da von mir. Maul, ich hab Monty Python gesagt. Los jetzt, weiter hier. Welche Pilze lässt man von Schweinen suchen? Trüffel. Steinpilze, Trüffel, Trüffel, Trüffel. Sie scheinen ja siegessicher zu sein, Herr Dogol. Bist ja richtig schnell heute unterwegs, war ich. 200 Euro. Okay, weiter hier. Wie heißt eine bekannte polnische Fluggesellschaft? Oh, das ist schwer. MAT, RET, LOT, NIT. Keine Ahnung. Wollen Sie sich mal anschauen, Herr Dogol? Ich helfe dir, Weiß. Nee, Sie müssen sich hier zurückhalten, Herr Schiebler. Ja, nicht, darf ja gucken. Nein. Herr Jauch. RET. Das kann ich ja nicht wissen. Ich spüre, das wird vielleicht hier Zeit für Joker, oder wollen Sie? Ja, ich nehme jetzt hier den Joker. Also, ich muss sagen, ich weiß es echt auch nicht. Doch, okay. Also, das ist keine Schande. Was nehmen Sie? Welchen Joker nehme ich? Weixer. Also, ich rate Ihnen ab vom 50-50. Sie haben ja anscheinend gar keine Ahnung, dann ist die Chance immer noch groß. Ja, ich nehme erstmal den Publikum-Joker. Okay, genau. So, befragen wir das Publikum. Das Publikum sagt... Dim, 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 boah, ist ja voll geil. Oh, Nummer C zu 80%. C, dann nehme ich das. Wollen wir das nehmen? Ich vertraue der Community. Wollen wir das nehmen? Freunde! So, loggen wir ein und... Oh! Was war das jetzt? 300 Euro. Das war C. Nee, LOT war das. LOT. LOT. Ja, nur damit. Müssen wir uns merken. Wie soll man das wissen? Ja, lernen wir wieder was. Ist doch geil. Welcher Komponist wurde am Ende seines Lebens taub? Beethoven? Mozart, Haydn, Bach. Bach. Wollen wir das einloggen? Wechsel. Sie sind ja sehr gebildet. D. Oder warte. Nein, warum hast du es eingeloggt? Warum hast du es eingeloggt? Ja, ich wollte nochmal überlegen. Fehler bei mir auch. Was? Ja, Fehler bei mir auch. Das war ja, guck mal, das ist ja in der Serie auch immer. Man macht so Spannung, mach ich das? Nein, nein. Und du hast voll schnell drauf gedrückt. Zwei Jauch. Ja, was? Das ist ja voll kacke. Das, also. Ja, ja. Fehler bei mir auch. Fehler bei mir auch? Auf jeden Fall. Er wollte. Als. Hat er die ganzen Joker noch gehabt. Oh, liebe Freunde,
Ich bin ein Ehrenmann. Ich habe mich mit mir selber und meiner zwei anderen Persönlichkeiten darauf geeinigt, dass wir diese Runde nicht werten, weil der echt? Jan hat ja noch voll die Scheiße gebaut. Okay. Ich will das ja auch. Dann darf Jengen jetzt nochmal, oder was? Ja. Weichsel. Oh, das ist aber ehrenmannig. Weisel. Wollen wir direkt loslegen, Herr Dobrohl? Ja, ich nehme mich jetzt ein bisschen Jauchen. Jetzt kommt als erste Frage, ja. So. Wer war 1885? Achtung, Herrschaften, Ruhe! Ja, los. Was verkauft ein Juwelier? Schmuck, Glas, Briefmarken, Kerzen. Schmuck. Wollen wir uns einloggen? Ja, jetzt mach's hier nicht so spannend. Jan, sag immer, sollen wir es einloggen? Ja. Das ist dann final. So, 50 Euro. Womit zahlt man in Thailand? Flur, Bad, Keller, Stubbe. Thailand? Mal Schengen rufen. Nee, der kommt aus Taiwan. Thailand. Nochmal was? Flur, Bad, Keller, Stubbe. Wie soll man das wissen? Weichsel nimmt Telefonjoker. Steine, du darfst es jetzt nicht versauen hier, die Runde. Also nochmal schenke ich dir keine. Ja, okay, ich ruf Schengen. Moment. Telefonjoker. Er kommt doch aus. Egal, er muss das. Er weiß das. Der okay. Weiß das. Also, Telefonjoker, der Herr. Cheng. Ich ruf den Cheng an. Okay. Liebe Freunde. 01. So, Cheng. Geränge. Achtung, ich sage, er nimmt ab mit. Jo, es geht. Nee, er sagt, yo, Cheng, ist was geht. Yo, Cheng, ist was geht. Nimm ab. Yo, was geht. Cheng? Yo, wir drehen hier gerade eine Game Time. Das ist so Wer wird Millionär mäßig und ich habe hier gerade den Telefonjoker. Oh mein Gott, scheiße. Das ist halt bedingt, weil die Frage, warte mal, hier ist nämlich gerade ultra laut, ich bin im Restaurant, ich höre dich fast gar nicht. Aber erzähl mal. Okay, also okay. Jan liest dir die Frage vor. So, hallo, hier ist der Herr Jauch. Cheng, also ich lese die Frage dir jetzt vor, okay? Womit zahlt man in Thailand? Womit zahlt man in Thailand? Mit Bart? Oh, das ist eine Auswahlmöglichkeit hier. Bist du dir sicher? Ja, dann nehmen wir das, ne? Ja, ich nehme das! Okay, Cheng! Ja, Cheng, danke! Danke dir, Cheng! Das reicht schon. Oh! Danke, bis dann, ciao! Oh, hey, so. Fuck! Er hat gesagt Bart. Bart? Nehmen wir. Okay, das ist. Loggen wir ein? Ja, los! Und. Dim, 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 dim. Oh, Cheng! Weiter geht's. Bei der zweiten Frage. In welchem Abstand finden die Olympischen Spiele statt? Ein Jahr, 8 Jahre, 6 Jahre, 4 Jahre. Das weiß ich, Weichsel. Ich weiß es auch. Ich bin ja der Herr Jauch. Sie gereimt. Publikumsjoker. Was? Was? Ein Jahr, 8 Jahre. Ich schwanke zwischen 4 und 8 Jahren. Das ist aber eine große Schwankung auf jeden Fall. Ja. Also, Herr Dogo, jetzt hier. Dim, 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 dim. Ich zögere das nicht mehr lang hinaus. Sie müssen jetzt antworten. Jauch lässt sich auch nicht beißen. Also, 8 oder 4? Weichsel, also, wenn du raus bist, bist du raus. Ich hole dich nicht wieder ins Boot. Scheiße! Es wird geschwommen dann. WM ist 4 Jahre. Entscheiden Sie bitte jetzt. Sonst sind Sie raus. Was sind die Auswahlmöglichkeiten? Ein Jahr, 8 Jahre, 6 Jahre, 4 Jahre. 6? Weichsel? Bitte entscheiden Sie jetzt! Es gibt hier okay, keine. Ja, gut! Ich nehme 6 Jahre! Sind Sie sich sicher? Ja! Letzte Chance! Du, ey, nimm vielleicht. Letzte Chance! Nimm vielleicht, du hast vom Jokers. Letzte, jetzt! 50-50! 50-50 Joker, eingeloggt. So, jetzt. Es bleiben 8 und 4. Oh! 6 ist schon mal raus. 8. 8, soll ich das einloggen? Ja, los. Soll ich das einloggen? Ja. Ah, ist noch ein Publikumsjoker. Ah, das gibt's doch nicht, Mann! Die WM ist doch alle 4 Jahre. Ja und? Ah, so eine Scheiße. So, dann, Freund, ich bin raus. Dann gehen wir mal ab jetzt. Dann gehen wir mal ab an den Schiebler. Nee, wie viel war mein Maximum? Sie sind, glaube ich, bei 200 Euro gelandet. Ja, muss jetzt nicht immer Sie sagen, das ganze Video über. So, wollen wir mal. 200 Euro, Alter. Ich hol jetzt mal das Cash nach Hause. Ja, du musst aber auf jeden Fall gucken, bis zu welchem Tage ich gekommen bin. Ja, ich brauche Geld, Freunde. Papa braucht neue Schuhe, Shop. Meine sind ja kaputt. So! So! Herr Schiebler, wir drücken auf Start.
Ja, schon Powerstart. Es geht los. Ja. Abwarten und Saft trinken, Wasser trinken, Tee trinken, Milch trinken. Tee. Soll man es einloggen? Ja. C, eingeloggt. Weichsel. Gratulation, 50 Euro. Kongrats. Sind schon neue Schuhe, ne? Und ne, 100 Euro. 100, so. Wie heißt der Grashüpfer in der Serie Biene Maya? Flap, Flup, Flop, Flip. Weichsel. Ich hab das nie geguckt, weil es gab immer, als Kind hatte man die Auswahlmöglichkeiten zwischen Kika und Super RTL. Dann hast du natürlich das Trash-Programm. Ich war mega das Super RTL-Kind. Flap? Ja, guck mal, das ist ein Ding, der springt immer da, ja, nenn ich mal Flip. Wollen wir uns einloggen? Ja, Flip heißt der. Der muss Risiko, der Mann. Ich würde einen Flip nennen. Flop sein und... Neue Schuhe! Oh, Alter! Oh, Flip, Flip. Was ist das Gegenteil von analog? Dekalog, digital, genial, gleich. Das ist einfach. Analog. Warte, ich muss mal sehen, jetzt habe ich zugehört gerade. Dekalog, digital, genial. Ja, digital. Wollen wir es einloggen? André kriegt sau die einfachen Farben. Mann, heul mal rum. Was? Hab ich ja so 200 Euro. Gratulation. Ja, jetzt. Okay. Ich töte, ich hol die Millionen. Wer ersetzt Charlie Sheen in Two and a Half Men? Wie hieß denn der nochmal? Emilio Estevez. Ja, wenn ich es weiß. Ashton Kutcher, ja. Sollen wir das einloggen? Ja, mach. B. Mhm. Da hat er ja schon gewonnen. Wo ist sein dabei? Wenn ich die Millionen schaffe, muss er zwei nehmen, okay? Ja, okay. Okay. Wenn du, ja. Wo befindet sich der internationale Strafgerichtshof? London, Rom, Berlin, Den Haag. International. Hm. Strafgerichtshof. Strafgerichtshof. In Azkaban. Das ist leider keiner. Warte, ich brauche auf jeden Fall einen Jokey-Moki. Ich nehme aber da diesen Publikum, weil Publikum. Der... Publikum. Ja, den loggen wir ein. Freunde, together. Und top. Das Publikum sagt... Ich weiß nicht. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Okay, dann loggen wir, ich will es hören. Das war Den Haag, wenn mich nicht alles täuscht. Den Haag. Den Haag, loggen wir ein. Richtig, 500 Euro. Ja, Weichsel, du hast ja jetzt eh gewonnen. Nee, aber wir machen zwei. Er hat ja jetzt eh gewonnen, ich kann ihm jetzt auch helfen. Nee, nee. Hey, bist du dumm? Es geht um noch ein rohes Ei. Bei einer Million schaffen wir sowieso eh nicht. Schauen wir mal. Aroma bedeutete ursprünglich Gewürz, Duft, Schärfe, Pflanze. Duft. Nee, ich würde sagen, Dingens. Zeig mal bitte. Gewürz, Duft, Schärfe, Pflanze. Geiles Aroma, aber das ist ja beim Essen mehr, ne? Ja, das ist kritisch, ne? Aroma. Duft, ne, man sagt doch nicht bei Parfüm. Nimm 50-50, Weichsel. Nee, Gewürz. Gewürz! Leute, ja, ich brauch die Joker noch, Mann. Gewürz. Mann, es war Duft. Weichsel! Oh! Weichsel! Der Mann weiß es. Der weiß es. Meine Nummer ist 0151. Was? Aber nur geile Ladies. Böttger in Meißen anstelle von Goldherr. Böttger, nicht Oetker. Was stellte Böttger in Meißen anstelle von Goldherr? Marmor, Ton, Porzellan, Silber. Oh. Hm, das ist natürlich kritisch jetzt, ne? Freunde der Neid. Anruf ist heute nicht so cool, weil das kein Arsch weiß. 50? Ich rufe aus dem Telefon irgendeinen Böttger an, der weiß es bestimmt. 50. Ja, mach mal 50-50. 50, soll ich einloggen? 50-50! Es bleibt Marmor und Porzellan. Oh, noch die beiden. Hm. Anstelle von Gold. Das ist natürlich, ist beides sehr weit weg von Gold leider, ne? Marmor. Nee. Ich glaube, es ist Porzellan. Es ist Porzellan. Wollen wir das einloggen? Glaube ich auch. Ja. Marmor hört sich sehr blockig als baustoffartig an und das ist Kunst. Weißer! 2000 Euro schon. Boah. Unter welchem Namen ist Cassius Clay besser bekannt? Wer ist der nicht von? Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier, Ernie Terrell. Cassius Clay ist doch aus dem JBW. Das ist Cassie Clay. Ich weiß gar nicht, also vom Namen her schon mal gehört. Vielleicht irgendein Künstler bestimmt, ne? Moment, Ali ist es ja auch kein Ernie Mann. Terrell. Sollen wir das einloggen? Barney und Ernie, Mann. Nee, ruf nochmal Cheng an. Wir haben noch natürlich den letzten Joker. Wollen wir noch jemanden anrufen? Ich glaube, Cheng würde sowas wissen. Zu wem greift er? Er wählt den Telefon-Joker. Nee, zweimal Cheng ist scheiße. Anrufen Philipp Laude. 5% Akku. Das
das, die Zeit ist gegen mich. Bitte, man hört hier nichts. Gib mal schnell, ich lese vor. Nein, nimm ab. Ah, shit, Mann, Phil, wieso? Hallo. Ah, nein. Aber ich habe nicht telefoniert. Nee, kannst du noch einen anderen wählen? Ja, echt? Kann okay. Noch einen anderen wählen. Ich brauche eine Sekunde. Was ist denn dieser Cassius Clay? Ist das ein Musiker? So, jetzt ist der TC dran. Schauen wir, ob der abnimmt. Jo, hi. Wir spielen hier gerade Wer wird Millionär? Und du bist der Telefonjoker. Ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Pass auf. Nee, ich glaube nicht. Ich muss ja vorlesen. Warte, ich mach schon. Okay. So, pass auf, TC. Unter welchen Namen ist Cassius Clay besser bekannt? Muhammad Ali, George Forel, Joe Fraser oder Ernie Terrell? Hä, wie viele Sekunden habe ich jetzt? Egal. Bis du eine Antwort hast. Kann ich den anderen anrufen? Nee, nee. Scheiße, hast du keine Ahnung? Ich dachte jetzt erstmal an Kescher. Kescher? Nochmal schnell, ja, also pass auf, Muhammad Ali, George Foreman, Joe Fraser oder Ernie Terrell. Ja, echt, habe ich auch ausgeschlossen. Ja, guck mal, Ernie Terrell. Aber Ernie Terrell ist auch sympathisch. George Foreman? Ja, Ernie Terrell klingt nach einem Rapper irgendwie. Ja. Nehmen wir den, was meinst du? Ja, nimm mal den. Ja, nimm los. Wen nehmen wir? Warte, du bleibst noch dran, wir suchen aus. Ja, log ein. Eingeloggt. Freunde. Oh. Falsch. Oh, was? Mit Ali? Mit Ali? Was? Hä? Nee, dann haben wir sich umbenannt. Okay. Das war's leider. Was? Ja, jetzt bin ich tot. Oh, dankeschön. Fuck. Sag noch Tschüss. Ciao. So, wir sind jetzt hier bei der Bestrafung gelandet nach diesem skandalösen letzten. Wo sind wir denn hier? Freunde, 2013 ist nicht so mein Gaming-Jahr. Ne? Irgendwie nicht. Aber das ist voll komisch, hört euch das mal an. Wie hört sich das für euch an? Schreibt es mal in die Kommentare. Okay, okay. So, ich muss das jetzt zerbeißen. Das erste Mal mit Jengis in der Badewanne. Hä, ist das nicht so gefährlich? Mhm. Ja, dann stirbst du da gerade dran. Kopf ab. Ja. Okay, komm. Ja. Und? Michael. Ah, das ist so sauhart. Okay, und drei. Halt mal die Schnauze. Boah, oh mein Gott. Oh. Ah, Oh. Oh. Okay, Freunde. Oh, was ist das? Oh, das ist so sausalt. Okay, meine lieben Leute, das war's mit der Game-Time von diesem wunderschönen Tag. Schreibt gerne Bestrafung rein, wo der Jengis so schön wüstet wie jetzt. Und wir sehen uns in den anderen Videos, Video ab Freitag oder Sonntag.